بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Schwestern im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich muss euch erstmal sagen, dass es eine große Freude für mich ist, heute so viele Jugendliche zu sehen. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, euch etwas von dieser Religion zu erzählen, von der Wahrheit, von der einzigen Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag annehmen wird. Von der Religion, über die Allah sagt, Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und die Religion, über die Allah sagt, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Und welche eine andere Religion als den Islam nimmt, so wird sie von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Liebe Schwestern im Islam, ich denke, die meisten hier sind Muslime, es sind auch einige Nicht-Muslime wahrscheinlich hier. Wir müssen uns über diese Gnade, dieser Gnade müssen wir uns bewusst sein, dass Allah uns zu diesem Weg gesandt hat, zu dieser Religion, der einzig wahren Religion. Nur die Frage ist, was haben wir dafür gemacht? Brüder und Schwestern, ich bin gerade durch Köln gefahren und wie gesagt, der Verkehr war katastrophal. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich ein Dings gefunden habe, einen Parkplatz. Aber natürlich, heute freuen wir uns, dass viele Leute hier in der Moschee sind. Aber seid mal ganz ehrlich, wie viele Muslime waren gestern Abend auf den Ringen gewesen und haben dort Party gefeiert? Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier. Ich bin nicht hier heute, um euch zu unterhalten, um ein bisschen Spaß mit euch zu machen. Vielleicht haben wir ein bisschen Spaß, sondern ich bin hier hingekommen, um euch einen Funken von dem Feuer zu haben, zu geben, was wir für diese Religion haben, damit das bei euch zu einem Brand wird. Damit unsere Herzen für diese Religion brennen. Dass ein kleiner Schneeball hier hinkommt und eine Lawine in Köln auslöst. Die Islamlawine. Dass der Islam überall praktiziert wird. Und dass wir jedes einzelne Haus, jeden einzelnen Muslim, der hier lebt, in dieser Stadt, wir fangen mit dieser Stadt an, wenn wir fertig sind, gehen wir zur nächsten Stadt über, zur Religion zu rufen, inshallah. Das ist der Grund und das ist das, was jeder Muslim, der heute hier ist, in seinem Herzen haben sollte. Denn wenn man nicht diese Einstellung hat oder das Nichtvorhandensein dieser Einstellung ist der Grund dafür, warum so viele heute auf dem falschen Weg sind. Warum so viele heute weg vom Fenster sind. Subhanallah, wie viele Mädchen gehen heute nicht mehr als Jungfrau in die Ehe. Haben mit der Religion so gut wie nichts mehr zu tun. Warum? Weil sie von der Religion nichts gelernt haben. Und deswegen sind wir gekommen. Egal wer das ist, egal ob du Prostituierte gewesen bist. Gestern haben wir gehört, eine Prostituierte ist zum Islam übergetreten, Alhamdulillah. Wir sind gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Heiligen. Wir sind gekommen, um jeden hier aufzurufen, die wichtigste Sache überhaupt zu machen. Zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ آخَرَ. Und die, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und die niemanden töten, den Allah verboten hat zu töten. وَلَا يَزْنُونَ. Und keinen Zina, keine Unzucht begehen. Unehelicher Geschlechtsverkehr. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ. Und wer dies tut, der wird die Strafe treffen. Und dann, was sagt er weiter? Und die Strafe wird ihn am jüngsten Tag vervielfacht. Und er wird dort in Schmach sein. Ewig in Schmach sein. Und dann sagt Allah, Illa alladhina tabu. Außer die, die Gutes tun und Tauba machen. Außer die, die Tauba machen und Gutes tun. Und was sagt er dann über die? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Diese Allah wird ihre schlechten Taten sogar in gute Taten umwandeln. Aber du musst heute anfangen. Und ich will euch jetzt mal einen Beweis dafür geben, dass nur derjenige, der den Islam verstanden hat, glücklich leben kann. Nur derjenige, der eine Perspektive hat.
Heute sagt man, MashaAllah, guck mal, wie viele Leute zum Islam übertreten. Tausende jährlich. In Deutschland, in Amerika, in Großbritannien, in Holland, überall. Nicht nur in Deutschland, überall. Und man sagt, guck mal, wie viele treten zum Islam ein. Und natürlich die Feinde des Islams, die haben eine Antwort dafür. Ja, das sind alles Leute, die haben keine Perspektive gehabt im Leben. Die hatten keine Orientierung. Ich frage dich, oder ich frage diese Leute, welche Orientierung habt ihr denn? Welche Orientierung habt ihr denn? Alle 48 Minuten passiert in Deutschland ein Selbstmord. Jede Sekunde werden alte Leute ins Altersheim reingebracht. Welche Perspektive, welche Orientierung habt ihr? Ist das schlecht, wenn jemand nach Orientierung sucht? Subhanallah, überall wo ein Mensch nach Orientierung sucht, wird er gelobt. Hier, wir haben jetzt Navigationssystem. Der das Navigationssystem hat, erfunden hat, der wird gelobt. Oder man sagt, guck mal, wie intelligent der ist. Der hat ein Navigationssystem. Dadurch haben wir Orientierung. Aber die wichtigste Orientierung ist welche Orientierung? Die Orientierung für das eigentliche Leben. Wenn du am Friedhof vorbeigehst, dann siehst du, dass die meisten Gräber dort, die Leute, wenn du auf die Daten guckst, die sind schon länger tot, als sie gelebt haben. Was ist das eigentliche Leben? Das eigentliche Leben ist das Leben im Jenseits. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass das diesseitige Leben gegen das jenseitige Leben so ist, als wenn du den Finger in den Ozean steckst. Das, was du am Finger hast, das ist das diesseitige Leben, der Rest ist das jenseitige Leben. Das heißt, das jenseitige Leben ist das eigentliche Leben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, dass derjenige, dass einer kommen wird, am jüngsten Tag, der war reich gewesen, der wird nur einen kurzen Moment in die Hölle hineingesteckt und danach wird er gefragt, hast du je was Gutes gehabt? Er wird sagen, nein. Warum? Weil das eigentliche Leben das Leben im Jenseits ist. Und darauf muss man sich vorbereiten und dafür braucht man Orientierung. Stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, ein Mensch, der wird in einen Raum eingesperrt, der bis oben hin zu ist, so wie so ein Aquarium, das aber oben geschlossen ist. Und jetzt läuft langsam das Wasser an seinen Füßen hoch. Der weiß, der hat noch ungefähr eine Stunde zu leben. Dann steht ihm das Wasser über den Kopf und er wird dort ertrinken. Stell dir mal vor, du bist jetzt dort gefangen, in diesem Aquarium, was oben zu ist. Du kannst nicht entkommen und das Wasser kommt langsam hoch. Es steht dir jetzt schon bis zu den Knien. Und du kannst schätzungsweise sagen, nach ungefähr einer Stunde bist du dort ertrunken. Stell dir mal vor. Jetzt stell dir mal vor, jemand kommt jetzt in dieser Zeit zu dir und sagt zu dir, hier, komm, hör dir mal diese Musik an. Kannst du das Leben noch ein bisschen genießen? Schau dir mal diesen Film an, hier. Was weiß ich, von mir aus irgendein Film, wo Frauen gezeigt werden, die nackt sind, ja, damit du dich nochmal erfreuen kannst. Oder er sagt zu hier, nimm dir mal ein Glas Alkohol, dann kannst du dich jetzt betrinken, dann fühlst du dich gut, dann bist du betrunken. Würde der das genießen können? Der könnte es niemals genießen. Warum? Weil das für ihn nur Betäubung ist, weil er weiß ganz genau hier, das Wasser steigt ihm bis zum Hals bald. Gleich ist es vorbei. Gleich ist es vorbei, der wird nicht glücklich sein können. Diese Unzucht wird ihn nicht glücklich machen. Drogen werden ihn nicht glücklich machen. Musik wird ihn nicht glücklich machen. Frauen werden ihn nicht glücklich machen. Nichts wird ihn glücklich machen in dieser Situation. Das ist alles nur Ablenkung. Und der Mensch in diesem Leben, was ist der Unterschied zwischen uns und diesem Menschen in diesem Aquarium? Wisst ihr, was der Unterschied ist? Bitte die Handys ausmachen, Brüder und Schwestern. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der einzige Unterschied ist, dass dein Aquarium größer ist und dass dein Leben eventuell länger dauert. Das ist das Einzige. Aber du weißt auch ganz genau, dass irgendwann der Tod kommt. Du weißt aber nicht wie. Vielleicht kommt dein Tod schmerzhafter als von diesem Mann, der in diesem Aquarium kommt, das Wasser hoch. Und deswegen, der Mensch, der hat ein Unterbewusstsein, der weiß im Unterbewusstsein ganz genau, der Tod wird kommen. Und deswegen ein Mensch, der keine Orientierung hat, ein Mensch, der nicht weiß, wofür er lebt, der kein Ziel hat im Leben, der kann nicht glücklich sein. Brüder und Schwestern, wir haben heute so viele Jugendliche hier. Wer ist hier unter 20? Bitte aufzeigen, aber Hände oben lassen. Guck mal, Alhamdulillah, wie viele hier unter 20 sind, Allahu Akbar. Gut, guck mal. Bruder, ich will euch was sagen.
Heute erzählen euch viele, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Heute erzählen euch viele, glücklich werdet ihr im Leben dadurch, dass ihr eine Freundin habt. Glücklich werdet ihr im Leben dadurch, dass ihr Alkohol zu euch nehmt oder Drogen zu euch nehmt. Glaubt es mir, dadurch ist doch keiner glücklich geworden. Das ist alles nur Betäubung. Der will sich mit, was will dieser Mann in dem Aquarium machen, wenn er sich jetzt die Wodkaflasche reinpfeift? Was will der machen? Was würde der machen, wenn jetzt, wenn er sagen würde, komm, guck dir mal diesen Film an, wo die Frauen entkleidet stehen. Was würde er machen? Der will sich nur betäuben, weil er mit dem Leben nicht klarkommt. Der will sich nur betäuben, weil er mit dem Leben nicht klar macht. Aber wallahi, der Mensch kann nur glücklich werden, wenn er Allah folgt. Denn Allah sagt, فَمَنْ أَرَّدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Wer sich von meiner Rechtleitung